Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EA Sports 24 mit meiner Werder Bremen Karriere. Mein Name ist Michael und ich spiele für euch wieder zwei Spiele, so wie immer. Und ja, in der Tabelle sieht es folgendermaßen aus. Ja, wir sind noch 3 Spieltage und die Saison ist vorbei in der Bundesliga. Ja, wir sind auf jeden Fall schon Meister. Wir spielen als nächstes gegen VfL Wolfsburg auswärts. Das ist das erste Spiel. Und dann, glaube ich, spielen wir, glaube ich, schon wieder Champions League Rückspiel. Ich guck mal eben. Ja, dann spielen wir gegen Napoli im Rückspiel. Das erste Hinspiel haben wir 6 zu 2 gewonnen. Ja. Und ja, jetzt spielen wir gegen Wolfsburg, dann gegen Napoli. Und wir sind eigentlich so, ich weiß, also wenn da nichts mehr schief geht, müssten wir eigentlich im Finale sein. Ja, die DFB-Pokalfinale sind wir schon gegen Leverkusen. Meister sind wir auch schon. Ja, ob wir das Triple holen können, schauen wir mal, Leute. Wir werden auf jeden Fall mit der Reserve gegen Wolfsburg spielen, weil unsere Mannschaft soll fit sein für das Champions League Halbfinale Rückspiel, obwohl wir da 4-6-2 gewonnen haben. Das heißt, könnt auch mit der Reserve eventuell spielen, aber ich möchte mit der Stammmannschaft spielen, weil Meister sind wir eh schon. Wenn wir gegen Wolfsburg verlieren sollten, wäre es nicht so schlimm. Aber wenn wir 4-0 oder 5-0 gegen Napoli verlieren sollten, das wäre schlimm. Naja, gut. Gehen wir rein, Leute, ins erste Spiel. Also vorher nochmal was anderes. Checkt mal den Kanal ab. Gaming Michael, YouTube, kommentiert, like lasst einen Daumen hoch da, lasst viel Liebe da, teilt meine Videos, supportet mich und lasst gerne einen kostenlosen Abo da. Das würde mich super, super freuen. Ja, oder könnt ihr mich auch eventuell unter, wie gesagt, unter Gaming Michael YouTube finden oder halt Gaming Michael BO oder Gaming Michael unterstrich YouTube. Ja, das sind so die drei, wo ihr mich eventuell finden könntet, weil manche Leute finden mich einfach unter Gaming Michael YouTube nicht. Warum, weiß ich nicht. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben. So, gehen wir rein ins erste Spiel. Vorbericht. Aha, okay. Ja, die sind Tabellendritter. Könnte ein schwieriges Spiel werden, aber da möchte ich gerne mit der Reserve spielen. Aber erstmal Wenn es Fragen Pressekonferenz. gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Wie geht das Spiel ohne Lavia an? Wie gehen das Spiel ohne Lavia an? Jedes Spiel ist anders. Wie schätzen Sie Chancen von VfL Wolfsburg ein, aufzuholen? Es ist alles drin, eigentlich nicht. Wir sind schon Meister. So. Könnte VfL Wolfsburg gewinnen? Möglich ist alles. Sind am Ende angekommen. So, dann gehen wir jetzt auf Anstoß und wechseln das Team aus. Ich weiß nicht, warum die kommen auf ohne Lavia zu spielen. Ich glaube, ich spiele im Champions League Rückspiel spiele ich ohne Lavia. Dann könnte ich ihn ja eigentlich spielen lassen. Ja, Moukoko raus. Da kommt rein. Martial. Tell wird spielen für Openda. Schmied wird spielen für Adan Güler. Den Mann ist auch. Oh Mann, die sind alle auch selbst nicht so fit. Linie lasse ich noch. Abbas wird spielen für Thomas. Stark wird spielen für Konaté. Luis wird spielen für Gusto. Die sind alle selbst nicht fit, ne? Kovnatski kommt mit für Openda. Schmied für Konaté. So. Cavallo wird spielen für Ryan Sessegnon. Mekic wird spielen für Hinchapi. Hinchapi. Ja, Sanchez kommt auch mit, den werden wir wahrscheinlich auch einwechseln müssen für Schmied mit der. Ja, so. Gmül kommt mit für Adeyemi. Kanacho ist immer noch verletzt.
Ja, so werden wir spielen. Erstmal. So, dann wir. Na, oh, warte mal, da müssen wir was geändert werden. Die Trikots. Wir wollen nicht in den Heimtrikot spielen. Trikot ändern. Das geht so nicht. Wenn, dann spielen wir in den Auswärtstrikots. So. Gut, Leute. Dann gehen wir rein in der Volkswagen Arena. Auch Weltklasse. 3 Minuten. Heiter. Los geht's. Jetzt rollt hier gleich endlich der Ball in diesem Duell, das die Fußballwelt wirklich elektrisiert. Beide Mannschaften wollen heute den Sieg, beide wollen sich zeigen, wollen ein Zeichen setzen. Also bleiben Sie unbedingt dran, wir sind live dabei. Ein Spiel, das eine Menge verspricht, bleiben Sie dran. Ja. Wolfi-Kurve stand da. Gut, Anstoß der Willkommen in VfL der Wolfsburg Volkswagen und los Arena, geht's dem in 32. Auftragsort unserer heutigen Bundesligaspieltag. Partie. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Die Aufstellung des VfL Wolfsburg, so gehen sie in diese Begegnung. Jetzt kommt der Schuss. Da rollt der Ball ja nur. Den Da nimmt rollt sich der der Ball ja Torhüter nur. ganz locker. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Jetzt könnte es gefährlich Boah, werden. Schade. Wollte eigentlich links an ihm vorbei. Im Spiel von Borussia Dortmund ist ein Tor gefallen. Wir gehen rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Tammy. Gute Chance. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist Wow. das Tor. Ja, 1-0 für Wolfsburg. Puh. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin. So das ist kein Abseits oder was? Wow. Das war der kurze Blick auf den anderen Platz, den wir leider unterbrechen mussten. Tor also für Borussia Dortmund. Und der neue Spielstand heißt damit 1:1. Könnte der Ausgleich sein. Zack, 1:1. 17. 17. Spielminute. Lange über die Führung freuen. Der Mann mit der Nummer 17, dem Mann. Tja. Ball geht in die Torwartecke. Wir sehen es hier und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern? Aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Eberici Ese. Emerson Leite de Sousa. Und jetzt gibt es Einwurf. Der bekannte Abbas? Hä? So von dem Voll von gerade, glaube ich. Scher. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Er macht zu. Oh. Muss Ecke geben. Ecke ins Zentrum. Setzt sich klasse durch. Riesenchance. Boah. Kein Problem, ganz sicher. Schade. Jetzt die Ecke. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Schussversuch. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Das ist der Befreiungsschlag. Aus der Ecke wird also nichts. Vielleicht Ja. Schuss.
guter Einsatz. Martial. Oh, schade. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Scher. Oh, das Ach, sieht komm. Nicht gut aus, könnte gelb geben. Und dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Komm, den Mann raus. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Schmied. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Hm. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Oh. Vor der Pause haben wir eine gute Leistung gesehen, oder Buschi? Ein Tor steht schon zu Buche in dieser Partie und der Sieg. Ja, ja. Ich meine, wir waren einen kleinen Ticken besser als Wolfsburg, aber naja. Egal, gehen wir rein. Zweite Halbzeit, Anstoß der SV Werder. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Was? Bayern. Hä? Wir geben rüber, jetzt ist ein Tor gefallen. Warum ist aber bei Wolfsburg ist der Ball? Für Leverkusen. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind hier 48 Minuten. Danke für das Update. Was, Leverkusen für 2:0 in Leipzig? Emerson. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für den VfL. Oh. Dann geht es auswärts gegen Leipzig. Und das ist ein Duell, auf das wir uns ganz besonders Hallo. Freuen. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Oh, kein Tor, was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Jetzt wird hier gewechselt. Ballgewinn hier. Terl! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Nochmal eine Auswechslung machen, weil Abbas geht raus. Dann kommt da Navas rein. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Hallo. Die Ecke kommt rein. Gutes Timing vom Torhüter. Da sind Mitspieler frei. Aber mein Gott, wieso kann er ja nicht? 2-4 und das wird Einwurf geben. Ja. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Patrick Wimmer.
Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb gehen. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Die Chance jetzt. Der Freistoß war nicht besonders gut. Na? Ganz unglückliche Nummer. Hä? Was ist denn das doch mal? Ich hab gedrückt, dass er wegschießen soll oder wegpassen soll. Wir blicken auf die Wiederholung. So ist dieses Eigentor gefallen. Da sehen sie natürlich mehr als nur unglücklich aus. 2-1. Hier ist auch alles drin. Im Spiel von Borussia Dortmund ist ein Tor gefallen. Wir gehen rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Tammy Abraham heißt der Torschütze. Und das ist schon sein zweiter Treffer. Vielleicht der Ausgleich. Jawohl. Das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Tor in der 79. Minute. Der Mann mit der Nummer 32. Tell. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwenden. Kurioses 2-1. Also ehrlich, das hätten wir hier führen können. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Ja, 9 Minuten also sind hier noch zu spielen. Diesen kurzen Ausflug ins Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Der könnte die Führung werden. Gehalten, aber sie müssen... Oh mein... Wichtig, dass er erklärt. So, Junge, Junge. Also wechseln. Und da bedanken sie sich bei ihm. Er macht zu, ist zur Stelle, verhindert den Rückstand kurz vor Schluss. Wenn sie aus der Ecke was machen, könnte das die Führung und fast schon der Sieg sein. Ich möchte, dass der einen Bogen macht. Oh, Junge, ey. Ecke kommt in die Mitte. Gefahr bereinigt. Milos Veljkovic. Ballverlust. Ja. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Das Spiel ist gleich vorbei. Aber ja, sicherlich. Damit könnten sie gewinnen. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Es bleibt ja 2-2. Punkteteilung. Ein unterhaltsames Spiel ist zu Ende. Zwei richtig gute Mannschaften. Ich glaube, heute muss keiner unzufrieden sein. Das hat Spaß gemacht. Da sieht man, dass auch ein Remis gut unterhalten kann. Jo. So, naja, egal. 2-2 ist okay. Eigentlich nicht. Eigentlich hätten wir hier gewinnen müssen. Oh, Leverkusen besiegt dann halt doch Leipzig 2-1. So. Jesus, es bleibt auf dem Teppich, mein Lieber. Luis, ich bin stolz auf dich. So. Weiter. Ja, sag ich doch, Lavia ist gesperrt für Champions League Rückspiel, was nicht so schlimm ist. Ja. Ich guck nochmal auf die Tabelle in der Bundesliga. Da. Oh, Inter besiegt Real Madrid mit 2-1, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe auch lieber Inter im Finale. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil Inter scheint auch ganz stark zu sein. Ich wollte nochmal auf die Tabelle schauen. Nach 32 Spielen. Ich fühle immer noch 20 Punkte vor den FC Bayern. Naja.
Ja, wird wohl Vize München sein. Sind zwar die haben fünf Punkte vor Wolfsburg und es sind noch zwei Spiele und ich glaube nicht, dass die beiden Spiele verlieren werden. Die Bayerner. Ja, dann haben wir noch Borussia Dortmund Platz 4 und 5. Mit Leverkusen. Ja, na gut, Leute. Dann gehen wir rein ins Champions League Spiel. Champions League Spiel, Rückspiel. Erstmal Vorbericht. Pressekonferenz. Okay, we'll take questions now. Wir sind heute der Favorit. Was könnte ein Weiterkommen noch verhindern? Wir wollen erneut gewinnen und unser Können zeigen. Wie werden Sie das nächste Spiel angehen? Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Zuletzt haben Sie tolle Leistung gezeigt. Kann es so weitergehen? Wir müssen uns konzentrieren. Thank you for attending. Dann gehen wir auf Anstoß und wechseln im Labia aus. Da wird dann Linien spielen. So, Stage nehmen wir da mit. Ja, Tell ist jetzt natürlich kaputt. Stürmer kann ich also schon mal nicht auswechseln. Ah doch, warte doch, Kovnatski nehmen. Dann nehmen wir Kovnatski mit. Falls wir doch mal einen Stürmer auswechseln müssen. Ja. Der Rest ist, ja, wir nehmen dann mal Schmidt mit anstatt Stark, weil er auch noch recht angeschlagen ist. Ja. Krühl. Krühl könnten wir für Abbas mitnehmen. So. Ja, Crespo nehmen wir dann. Nee, nicht Crespo. Nee. Nee, so ist okay. Ja, ist schon okay. Gut, so gehen wir dann rein. Wir spielen im Stadio Olympique auf Weltklasse 3 Minuten bewölkt und los geht's. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Er ist der beste Torjäger der UEFA Champions League. Ist Kann er auch heute Top-Torjäger. wieder als Torschütze erfolgreich In der sein? Champions Warten League. wir Jo, mal ab. Er hat sich Anstoß. natürlich eine Menge. Hallo und Napoli. herzlich willkommen Los zu diesem geht's. heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Ich bin Wolf Fuß. Gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und auf dem Programm steht heute das Rückspiel des Halbfinals. Klingt Jo. nach spannendem Fußball. Buschi. Deutlicher Sieg der Gäste im Hinspiel und das deutet hier natürlich schon so ein wenig in die Richtung, dass sie erneut auftrumpfen können. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich Wow. werden. Das war nix. Nee, Nee. Wolf, da müssen Sie sich was Besseres einfallen War gar lassen. nichts. Ein ganz entscheidender Spieler könnte heute Victor Osimhen sein. Auf ihn werden Sie bestimmt gesondert achten. Sollten Sie auch angesichts der 4 Treffer, die ihm in den letzten 3 Spielen gelungen sind. Osimhen. Kollegen bieten sich an. Machen Sie das Tor. Abgewehrt vom Tor. Openda. Jetzt die Ecke. Versucht es mit dem Kopfball, aber drüber. Ja, Abstoß und ja. Angelino. Ja. Die Bremer Nee, mit nee, dem nee, Ball. nee, 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 nee. So, nee, schön abgefangen. Und Schapi.
Ademi. Openda. Sehr gut. Das war wichtig. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Mir doch egal, Alter. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Wird einfach weggezwiebelt hier, was soll das? Kwicha Kvaratskhelia ist das. Klasse reingespielt. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. So, viel Platz für den Konter. Exzellenter Konter. Das stimmt eigentlich alles. Nur der Treffer fehlt. Ja, war gut gemacht. Und wir sehen, das ist ein Mittel, das zum Erfolg führen kann. Schade. Mann. Politano. Sehr gut aufgepasst. Jetzt Mukoko. Da ist die Chance. Was das für ein Schüsschen? Hä? Das frühe Stören jetzt. Der Ballverlust jetzt. So, die Chance jetzt. Oh mein. So ein harter Schuss ist. Das gibt's doch gar nicht. Also, wie kann er den verzwiebeln? Mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Alter. Da verlieren sie den Ball. Macht das ganz sicher. Jetzt könnte es eng werden. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Kvaratskhelia. So, wir hören's. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Ja, 0-0 hier. Ich glaube, es war von Bremen mehr verdient, glaube ich, hier in Führung zu sein. Komplett mehr Chancen gehabt. Ja, ja, definitiv. Gut. Das ist jetzt eben so. Egal, wir führen ja eh mit 4 Toren Vorsprung. Mir ist das egal. Napoli muss sich ja anstrengen. So, weiter geht's. Anstoß. Der SV Werder. Der Schiedsrichter pfeift an. Die zweite Hälfte läuft. Das ist nicht wahr, Junge. Jetzt kommt die Ecke. Da passt er auf und kann klären. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Werder Bremen. Ah, oh, da könnte ich es machen. Yes, 1-0 in der 54. Spielminute, der Mann mit der Nummer 9, Moukoko. Was für ein Pfund, da ist der Treffer nochmal, hält einfach direkt drauf. Also ein harter Ball ist nicht zu halten. Im Außenriss hat er das gemacht, oder? Ja, mit der Pike. Ja. Verdiente Führung auf jeden Fall. Dreizehn Tore in der Champions League. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht.
unaufhaltsam. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Und dann zeigt er ihm gelb. Kann man ja durchaus geben. Ball kommt in den 16er. Erstmal geklärt. Er zieht vorbei. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Ja, wir auch. Ja, klar. Dem Vorteil aus diesem Fall. Oh, klasse Pass. Osimhen. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Sie wechseln. Jo, Kovnatski kommt rein für Openda. Zeiten ausgeklärt, sie bekommen den Einwurf. Das ist Karim Adeyemi. Ball kommt an den langen Pfosten. Befreiungsschlag. Oh. Gute Parade. Es gibt einen Wechsel. So. Erstmal geklärt. Karim Adeyemi. Oh. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Ball kommt. Den Ball verzieht er. Schade. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Stanislav Lobotka. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Jetzt bekommen sie den Freistoß. Ja, ja. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte. Angelino. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Ball in den 16er. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Drei Minuten sind es noch. Moukoko, den spielt er gut. Jo. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Das 2:0 in der 90. Spielminute. Der Mann mit der Nummer 22, Kovnatski. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann kommt dieser unheimlich fuchtige, unheimlich stramme Schuss und drin ist er. ...2:0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Jo, das war's. Wir sind im Champions League Finale. Der Finaleinzug, Wolf, ist das eine. Das ist schon mal generell eine klasse Leistung. Aber wie überzeugend sie das geschafft haben, wie mehr oder weniger ungefährdet
das ist schon beeindruckend. Sie wollten ins Finale und diesen Willen hast du ihnen in jeder Situation angemerkt. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient? Jo. So, so. Jo, Leute. Und hoffentlich wird's Inter. Mal gucken. Die spielen halt noch nicht. Oder haben die jetzt gespielt? Ich weiß es nicht. Oh, da ist einer gesperrt. Ryan Cecilio ist für das Finale gesperrt. Das ist echt bitter. Das ist bitter. Naja. Dann ist das so. So, beim nächsten Mal, Leute, gibt es zwei Bundesligaspiele. Und dann darauf gibt es dann das DFB-Pokalfinale und das Champions League-Finale, Leute. Beim übernächsten Mal. Ja. Gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat oder es euch gefallen hat, kommentiert fleißig, Leute, für den Algorithmus. Lasst gerne einen Daumen hoch da, lasst für Liebe da, ja, supportet mich, lasst für Liebe da und lasst gerne auch einen kostenlosen Abo da. Es würde mich super, super freuen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wäre es mega, mega nice. Und somit verabschiede ich mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Michael.